Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem Büchermonat Dezember, denn ich war, wie ihr ja vielleicht gemerkt habt, im Dezember ein bisschen kränklich. Es kamen keine Bücherwochen und so habe ich mich dann dazu entschlossen, ja, einfach schon meine Pläne fürs neue Jahr für den Dezember umzusetzen und so eben einen Büchermonat zu machen. Ich habe den Monat noch gestartet mit, ich glaube, 3 Clips zu gelesenen Büchern und dann hat es mich aber, ja, die 2 Wochen vor Weihnachten komplett zerbröselt mit einer Erkältung, mit Halsweh, Ohrenschmerzen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Nach wie vor ist auch noch ein bisschen der Husten da, aber es ist, wie es ist. Und ja, es wird aber auf jeden Fall schon besser. Und ja, deswegen drehe ich jetzt auch einfach schon mal den Büchermonat für euch, was jetzt dann auch das letzte Video sein wird, bevor ich in die Winterpause gehe. Ich werde im Januar jetzt auch noch in den Urlaub fliegen und dementsprechend wird es keine Videos geben. Ich bin dann so ab Mitte, ja, Anfang, Mitte Februar auf jeden Fall wieder da. Und ja, von der Änderung bezüglich der Bücherwoche hatte ich glaube, auch schon bei den Vorsätzen so ein bisschen gesprochen. Es wird jetzt erstmal keine Bücherwochen geben, sondern ich möchte so ein bisschen auf das klassische Format des Büchermonats gehen, weil ich es schon so ein bisschen, ja, schwierig finde, wirklich immer jede Woche irgendwie ein Video zu drehen, es zu schneiden und man sich da wirklich auch ganz viel Druck irgendwie macht, dass man sonntags immer das Buch beendet haben muss. Und da möchte ich das einfach ein bisschen rausnehmen. Ich werde mal sehen, wie ich den Büchermonat gestalte, ob ich tatsächlich halt immer so Clips mache mit 2, 3 Büchern oder ob ich wirklich in einem dann so ein bisschen runterrede. Natürlich dauert das Video dann am Ende ein bisschen länger, aber ich glaube, ja, ihr hört ja sowieso immer super gerne zu und mit oder ohne Bild, wie ihr möchtet. Und dementsprechend, glaube ich, ist das auch gar nicht so schlimm. Ja, der Dezember war tatsächlich nicht sehr erfolgreich im Lesen. Ich hatte ja schon im November ein bisschen gespürt, dass ich so in eine Leseflaute irgendwie komme, dass ich keine so richtige Lust hatte, dass mich auch irgendwie keine Highlights so richtig erreicht haben. Ja, vereinzelt schon, aber irgendwie war so ein bisschen die Luft raus und dann war ich wirklich 2 Wochen krank und niedergelegen und in der ersten Woche habe ich gar nichts irgendwie gemacht, außer geschlafen und gehustet, wenn ich nicht geschlafen habe. Und in der zweiten Woche ging es dann mit dem Husten ein bisschen besser, da hatte ich aber dann Ohrenschmerzen und das auch sehr extrem und konnte mich gefühlt auch auf nichts irgendwie konzentrieren und da habe ich dann ein bisschen mit Hörbuch hören angefangen, aber auch das war nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Alle Vorsätze, was Weihnachts-Winterbücher angeht, ja, habe ich im Grunde dann über Bord geworfen und ja, das hat mich besonders geärgert, weil ich doch so das ein oder andere dabei hatte und auch neu mir im Dezember ja besorgt hatte. Aber es ist, wie es ist. Manchmal kann man es einfach nicht so richtig ändern. Ja, jetzt kommt die Winterpause und ich bin dann im Februar wieder da. Ich denke mal irgendwie vielleicht mit den Neuzugängen. Ich überlege, ob ich ein bisschen den Urlaubsvlog mache und könnt ihr mir gerne mal so ein bisschen auch eure Ideen, Wünsche irgendwie in die Kommentare schreiben, was ihr da vielleicht gerne sehen möchtet und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch im Februar wieder. Ich packe alle Bücher und Zeitstempel unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Es sind auch im Grunde nur 7 Bücher, nur 7 Bücher geworden, wovon auch eins abgebrochen ist. Und dementsprechend, ja, also schaut da gerne mal vorbei. Ja, zu den Büchern und zu den Zeitstempeln. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich das eine Buch schon im Regal stehen habe, aber das ist auch nicht schlimm. Wir starten ja so ein bisschen auch erstmal mit der Chronologie. Begonnen hat der Monat magisch mit Jenseits der Magie, der Biografie von Tom Felton. Das ist ja Draco Malfoy aus den Harry Potter Filmen und da habe ich das E-Book gelesen. Dann habe ich einen Reread gemacht und zwar die Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Das wäre eben das Buch, was jetzt schon im Regal steht, blende ich euch aber hier ein. Mir war nach Weihnachten, mir war nach Tolkien und da hat dieses Buch ganz gut gepasst. Das Hörbuch von Tonja Krüger, All I Don't Want for Christmas, ja, war so das erste Weihnachtsbuch, wurde von mir leider abgebrochen. Dann kamen die Rereads, während ich krank war, zu Harry Potter. Ich habe Harry Potter und der Stein der Weisen und auch die Kammer des Schreckens gehört von Rufus Beck gelesen, so muss man sagen, und habe mich da auch wirklich wieder sehr, sehr wohl gefühlt. Und dann das Weihnachtsbuch, was eigentlich schon viel früher hätte beendet sein sollen, ich aber wegen der Krankheit dann einfach nicht machen konnte, war Winterzauber in Manhattan von Mandy Baggett, mein erstes Buch der Autorin und ja, was leider so doch ein bisschen dann erst, ich glaube zu Silvester habe ich es dann beendet, was ja leider einfach so ein bisschen, ja, hinten runtergefallen ist, als ich krank war. Jetzt kommen aber erstmal die Clips und dann kommen wir zu den Büchern, die ich ja dann eher so während der Krankheit und danach gelesen habe. Es
es wurde magisch in dieser Woche, denn ich habe Jenseits der Magie von Tom Felton gelesen. Ich habe mir das als E-Book geholt, als die liebe Janine so geschwärmt hat. Ihr Video findet ihr unten in der Infobox. Ja, der Untertitel des Buches ist von Segen und Fluch als Zauberer groß zu werden. Und darauf spielt natürlich Tom Felton an, in Bezug auf seine Harry Potter Karriere, denn er ist der Schauspieler von der Rolle des Draco Malfoy. Und das ist jetzt natürlich kein Charakter, den man unbedingt ins Herz schließt, weil er natürlich schon ein bisschen ja, den Bösen auch verkörpern soll, ein bisschen heimtückisch ist und ja auch was es mit der Reinrassigkeit sozusagen zu tun hat, sind die Malfoys ja für Reinblüter auch bekannt. Und ja, man merkt natürlich das schon, dass das jetzt nicht unbedingt der Lieblingscharaktere der meisten sozusagen ist. Ja, Tom erzählt uns nun aber hier seine Geschichte über seine Familie, wie es ist mit drei Brüdern aufzuwachsen, seine ersten Schauspieljobs, wem er wie wo getroffen hat, welche Dinge passiert sind, was er von ja größeren Schauspiellegenden zu teilen wirklich gelernt hat und erzählt dann eben auch von der Harry Potter Zeit, von der Hogwarts Zeit, was definitiv wohl auch zu seinen Höhepunkten in seinem Leben bisher sozusagen zählt. Wie er zu diesem Job gekommen ist, wie das Gespräch war, wie die Zeit am Set war. Wir erfahren eben auch, dass es nicht immer leicht war, in der Schulzeit Draco Malfoy zu sein. Eben auch, welche Unterschiede er so als Nebendarsteller hatte zum Vergleich mit den drei Hauptdarstellern, also den Schauspielern von Harry, Ron und Hermine. Und welche ja, Unterschiede es da grundsätzlich auch einfach gab und wie eben auch so innerhalb des Potter-Universums eben auch so die größeren Schauspiellegenden waren, also die älteren Schauspieler, wie zum Beispiel auch Alan Rickman, hat er wunderbare Erlebnisse und das beschreibt er natürlich auch ganz wunderbar. Wir werden hier auch wirklich viel hinter die Kulissen mitgenommen und bekommen so eben auch so ein paar Infos aus der Nähkiste, was richtig schön ist. Und er zieht eben auch so bis zur jetzigen Zeit, erzählt er uns seine Geschichte, eben auch mit den Dingen, auf die er nicht so stolz ist, Dinge, die passiert sind, auch über seine Depression und eben auch, ja, wie das Leben eben manchmal so in Bewegung und in Veränderung ist und wie eben ihn auch manche Dinge so in den Abgrund gezogen haben. Ich mochte die Erzählstimme von Tom Felton sehr gerne. Sie ist sehr intensiv, sie ist sehr interessant, er hat das wirklich toll rübergebracht. Und ich persönlich finde es immer schwierig, eine Biografie von einem Menschen zu bewerten, weil es ist nun mal seine Geschichte. Und da kann man natürlich nicht sagen, oh, ein tolles Leben oder auch nicht, oder es war interessant und spannend. Man kann natürlich nur den Stil bewerten und das mache ich hier auch. Also nicht, was er uns wirklich erzählt, beziehungsweise was er für Dinge auslässt oder eben auch nicht. Ich finde, er hat eine tolle Mischung gefunden, eben private Dinge zu erzählen, eben auch Dinge aus seiner Schauspielzeit. Und ich mochte die Mischung sehr, sehr, sehr gerne. Er schreibt auch über sehr ernste Themen und ich finde es gut, dass eben ja, Leute mit einer lauten Stimme sozusagen eben auch über ernste Dinge wie Depressionen, Burnout und so weiter reden, damit das eben in der Gesellschaft auch einfach ankommt und jeder Mensch einfach merkt, ja, das geht am Ende einfach jedem so. Es kann jedem passieren, egal ob er eben ein großer Schauspieler ist oder nur ein normaler Mensch, der eben nicht im Rampenlicht steht. Ich finde es ein bisschen kritisch, wenn jemand mit knapp 35 seine Biografie schreibt. Das ist vielleicht so mein Kritikpunkt, wo ich denke, naja, natürlich hat er einiges erlebt, aber theoretisch werde ich demnächst 40, könnte ich mir jetzt auch mal Gedanken über meine Memoiren machen. Je nachdem, welche Kleinigkeiten man aufschreibt, wird das eben auch ein dickeres Buch. Aber das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, wo ich mir also oft denke, bei so jüngeren Menschen, ich hoffe doch, dass da noch ganz viele Jahre kommen, über die du dann auch nochmal berichten möchtest. Und es wirkt manchmal so, und den Eindruck hatte ich auch so bei zwei, drei anderen jüngeren Leuten, die ihre Biografie geschrieben haben, dass sie irgendwie ein Ende für sich setzen. Und das mag bei Tom Felton jetzt ähnlich sein. Er schließt jetzt, fand ich, so ein bisschen auch mit dieser Harry Potter Zeit ab und wartet darauf, was irgendwie kommt. Aber ich habe da immer ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Biografien von jüngeren Menschen lest. Aber das möchte ich gar nicht so in die Wertung reinnehmen. Das wäre halt nur so ein kleiner Kritikpunkt, dass ich das immer so ein bisschen
merkwürdig finde, jetzt im Grunde so irgendwie eine Biografie zu schreiben. Der Schreibstil von Tom Felton ist aber sehr flüssig, er wirkt sehr authentisch, sehr sympathisch und man merkt, wie, trotz dass er so jung ist, wie selbstreflektiert er auch schon vor Jahren war, was er sich zu Herzen genommen hat, welche Dinge er heute vielleicht anders betrachtet, anders machen würde und das, finde ich, macht ihn wirklich sehr sympathisch und das macht ihn sehr erwachsen und das finde ich sehr schön für sein weiteres Leben, was auch immer noch kommt, dass er daraus eben auch im Grunde eine Lehre ziehen kann, was mitnehmen kann und das hat mir auch beim Lesen sehr gut gefallen. Also immer wieder, wenn das so selbstreflektiert rüberkam, wo man gemerkt hat, er hat jetzt bereits was gelernt von Dingen, die vor 10 Jahren waren oder selbst innerhalb dieser Zeit hat er Dinge für sich mitgenommen und ich glaube, es war tatsächlich nicht leicht. Ich glaube, es war für alle Harry Potter Kinder nicht einfach diese Zeit, weil ja auch keiner mit diesem großen Hype irgendwo gerechnet hat. Und man spürt das sehr viel bei ihm, also auch wirklich dieses Mobbing, was er erlebt hat und das tut mir wahnsinnig leid, weil ich mich einfach frage, ja, Kinder können grausam sein, aber ja, wenn einem das sogar als Erwachsener noch trifft, dann merkt man, wie tief das auch einfach sitzt und wie wenig Zeit er wahrscheinlich in seiner Kindheit, Jugend hatte, das auch irgendwie zu verarbeiten. Und umso schöner fand ich es, wie wir dann auch zum Ende des Buches gekommen sind, wo er da einfach positiv selbst reflektiert, die Geschichte, dieses Kapitel irgendwo beendet. Und das lässt einen auch als Leser durchaus gut zurück. Und Tom Felton war mir schon immer sehr sympathisch, gerade in Interviews, wenn man ihn erlebt oder auch Anfang des Jahres kam, ja, 20 Jahre Harry Potter, was man sich anschauen kann, wo alle nochmal so irgendwie zurückkehren. Und auch da fand ich ihn sehr, sehr sympathisch. Und da finde ich, machte er absolut überhaupt nichts falsch, sondern alles richtig, dass man ihn eben wirklich von seiner Rolle wegkoppeln kann und sagen kann, das ist Tom Felton, der Schauspieler, der Mensch und das ist Draco Malfoy, die Rolle und dass man das wunderbar auch auseinanderhalten kann. Also das hat er auch mit diesem Buch geschafft, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich gut unterhalten und war auf jeden Fall auch spannend zu lesen. Es war eine nicht ganz einfache Bücherwoche und am Sonntag habe ich Lust bekommen auf Weihnachten und habe zu J.R.R. Tolkiens die Briefe vom Weihnachtsmann gegriffen. Habe ich schon einige Male in meinem Leben gelesen, so gefühlt alle 2-3 Jahre habe ich Lust drauf und greife dazu. Und ich liebe vor allem meine Uraltausgabe, die ich mal irgendwo gekauft habe. Und weil mir auch einfach das Bild so gut gefällt, so wie viele andere Bilder, die hier ja enthalten sind. Ja, es sind die Briefe von Weihnachtsmann an die Kinder von Tolkien, die er natürlich verfasst hat, geschrieben hat. Es beginnt irgendwann in den 1920er Jahren und anfänglich ist das eben auch erst für eins seiner Kinder und dann folgen eben die anderen Kinder und auch die bekommen die Briefe vom Weihnachtsmann. Herausgebracht wurde das Buch, ich glaube auch in den 1970er Jahren, ist dementsprechend auch schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, von wann meine Ausgabe ist, vielleicht können wir da mal reingucken, wobei ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gedacht und dann steht hier nirgendwie ein Erscheinungsdatum, beziehungsweise ich glaube, das war hinten. Kann mich jetzt aber auch nur vage dran erinnern. Ja, 1976 und ich glaube auch, dass diese Ausgabe tatsächlich so alt ist. Und sie hat eben auch ganz viele Originalbriefe, also man sieht hier auch wirklich die Originalbriefe, man hat daneben dann auch die Übersetzung, man sieht allerhand Bilder, die der Weihnachtsmann den Kindern von Tolkien schickt und ich finde das einfach zauberhaft. Ich finde das so süß, ich finde das so mitreißend und einfach so einen schönen Gedanken, welche Mühe sich hier ein Vater für seine Kinder gemacht hat, was er für Geschichten erfunden hat, was er hier vom Weihnachtsmann zu berichten hat. Er nimmt auch so ein bisschen was Aktuelles mit rein, was die Welt gerade umtreibt, was da so am Nordpol passiert, welche Begegnungen der Weihnachtsmann am Nordpol auch hat. Und ich mag diese Kreativität, die hier spürbar ist und dass das einfach so eine wunderbare Geschichten sind innerhalb dieser Briefe, wenn sie natürlich auch kurz sind. Aber es ist einfach so, ja, es ist einfach zauberhaft, es ist berührend und es macht mir immer wieder großen Spaß, dazu zu greifen. Und das hat mir definitiv den Adventssonntag sehr, sehr, sehr versüßt und mich dann doch wieder ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung bringen lassen. Und ich finde das wirklich toll. Also ich kann das Buch wirklich jedem nur empfehlen. Es ist ja auch wirklich sehr dünn. Es sind viele Bilder enthalten. Ich glaube, die neueren Ausgaben sehen auch ein bisschen anders aus. Aber es sind im Grunde wunderbare Kurzgeschichten, die man durchaus vielleicht auch einfach jeden Tag im Advent lesen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Briefe es sind. Es sind auf jeden Fall keine 24. Ich überlege gerade, es gibt eine Einleitung und dann starten wir 1925, wenn ich mich erinnere, und gehen, glaube ich, der letzte Brief war dann
1938, 39, also ich glaube so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich das so richtig sehe. Und ja, da nimmt er dann tatsächlich auch so ein bisschen Abschied. Ich weiß gar nicht, ob dazwischen irgendwo mal eine Pause war. Aber ja, finde ich super, super schön. Ich habe die in einem weggelesen, habe das sehr genossen. Und ja, ist für mich immer wieder ein Highlight. Tolkiens Kreativität ist hier wunderbar zu spüren und auch die Liebe zu seinen Kindern und zu Geschichten und zu Weihnachten. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass es ein zauberhaftes Buch ist, was mir sehr gut getan hat, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und mir große Weihnachtsfreude bereitet hat. Das Hörbuch, was mich dann so ein bisschen begleitet hat, war All I Don't Want for Christmas von Tanja Grüger. Es ist der Auftakt der Love Songs in London-Reihe und hat sich sehr, sehr, sehr vielversprechend angehört. Als E-Book gibt es das, glaube ich, jetzt auch aktuell relativ günstig für 5 Euro, finde ich einen absolut fairen Preis. Ich hatte es als Hörbuch mir geholt. Gesprochen ist es von Mary Lou Pullman. Die sagte mir vom Namen auch schon was. Ich fand sie auch okay. Ich fand sie an mancher Stelle sehr monoton vorlesend. Aber ich würde ihr jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben wollen, damit dass ich das Hörbuch nach einem 20, 25% abgebrochen habe. Ich glaube, so, es war wirklich ein Viertel. Aber ja, es hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, unbedingt weiterhören zu wollen, zu müssen. Wir treffen in der Geschichte auf Liam, der über Weihnachten nach Hause fährt. Er möchte eigentlich gar nicht so richtig hin, denn seine Ex-Freundin ist vor Ort, denn die datet aktuell seinen Bruder und er wird ja dementsprechend beide dann auch dort treffen. Er möchte sie eifersüchtig machen und ja, bringt Phoebe als Fake-Freundin mit. Phoebe ist ein großer Shakespeare-Fan, was sie definitiv mit mir gemeinsam hat und neigt auch dazu, durchaus im Alltag Zitate von Shakespeare zu verwenden und da habe ich mich auch sehr, sehr wiederentdeckt, muss ich ganz klar sagen. Es nimmt ihr auch keiner übel, denn sie ist Literaturstudentin, das ist gefühlt in den Kreisen eben auch ganz normal und da guckt auch keiner pikiert, aber spielt definitiv in der Geschichte auch eine Rolle. Sie hat in der Vergangenheit ihre gesamte Familie verloren und sie lässt sich von Liam bezahlen, denn sie möchte das Geld nutzen, um mit ihrer besten Freundin in den Skiurlaub zu fahren und ja, sieht darin im Grunde auch leicht verdientes Geld. Ja, ich habe die Geschichte abgebrochen nach, wie gesagt, so knapp einem Viertel, weil es mir einfach viel zu viele Klischees waren, die sich hier wiedergefunden haben. Es war total banal, es war wahnsinnig vorhersehbar und trotz, dass ich es super sympathisch fand, dass hier jemand von Shakespeare zitiert und ich neige ja auch dazu, aus Filmen und Büchern zu zitieren und Sätze loszulassen und es gibt durchaus auch Dialoge im Freundeskreis, die ganz gut funktionieren, also sei es gemeinsame Autofahrten und es wird eben langsam dunkel und es ruft dann irgendjemand im Auto dann, oh, hier hast du eher Rendil, unseren geliebten Stern und möge er dir ein Licht sein in dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter aus sind. Und dann bedeutet das so, es wird jetzt wohl Zeit, mal die Autobeleuchtung anzumachen oder, ne? Also wir sind da auch so ein bisschen verrückt, das möchte ich gar nicht sagen, sehr nerdig unterwegs. Und ich konnte das sehr gut nachvollziehen und das hat sie auch sehr, sehr, sehr sympathisch gemacht. Mein Problem war aber so ein bisschen, dass die Geschichte komplett aus ihrer Perspektive erzählt wird, obwohl ja auch Liam eigentlich was zu erzählen hat und das aber nur aus ihrer Sicht war und sie für mein Gefühl eigentlich dann zu viel von ihm wusste, was so in diese Erzählperspektive hat mir irgendwie überhaupt nicht getaugt. Ich hätte mir auch einfach Liams Perspektive gewünscht, beziehungsweise hätte es einfach runtergefunden, wenn wir von beiden oder eben einen allwissenden Erzähler irgendwie gehabt haben. Also ich war irgendwie mit der, ja, mit dem Erzähl, wie uns die Geschichte erzählt wurde, nicht so richtig happy. Dadurch, dass sie, also dadurch, dass er dadurch einfach dann doch ein bisschen unsympathischer wirkte und man auch keine Entwicklung irgendwie erkannt hatte. Also ich habe auch diese Rachegelüste, ja, natürlich ist das irgendwie blöd, wenn der Freund auf einmal die Ex datet, nein, der Bruder die Ex datet, aber ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie eine merkwürdige Konstellation und wie er so darüber gedacht hat, weil dann fahre ich halt am Ende da nicht hin oder warum muss ich meine Ex irgendwie eifersüchtig machen? Sie hat ja einen Partner, also eigentlich ist es ja umgekehrt und ich fand das irgendwie sehr, sehr merkwürdig, was da aufkam. Es kam auch für mich, obwohl wir in Kensington unterwegs waren, kein so richtiges London-Feeling auf, kein so richtiges Weihnachtsgefühl. Ich meine, im Titel ist nun mal Christmas und ich erwarte da auch Weihnachten und zumindest war es jetzt in dem ersten Viertel wenig spürbar. Ab und an natürlich stand man irgendwo im Weihnachtsbaum und war auch eine Deko, aber ja, der Stil war sehr einfach, sehr flüssig, man konnte da wirklich gut zuhören, es lief auch,
kann man auch nebenbei hören. Das mag ich ja an so Wohlfühlgeschichten immer, dass man eben auch einfach mal den Haushalt nebenbei machen kann und nicht hochkonzentriert dran sitzen muss. Wobei man hier schon gemerkt hat, es war halt gefühlt auch wirklich nicht fesselnd. Das plätscherte so vor sich hin. Und ja, irgendwann hatte ich dann auch vor lauter Langeweile beim Zuhören einfach keine Lust mehr. Da hat es auch nicht geholfen, die Geschwindigkeit noch etwas höher zu drehen, was ich ja gerne mache, wenn ich merke, dass eine Geschichte mir zu langsam ist, dass ich denke, vielleicht liegt es an der Erzählweise, an der Leseweise, aber das war hier definitiv nicht das Problem. Es war einfach die Geschichte, die einfach so ein bisschen lahm war. Und dann macht es auch einfach keinen Sinn, wenn man echt immer nur gelangweilt ist und man ja sowieso schon nicht die Muse irgendwie hat, zu einem Hörbuch oder zu einem Buch zu greifen, dann braucht man halt eigentlich was, was einen packt. Und das hat das Buch leider nicht geschafft. Deswegen leider ein Abbruch und ja, tut mir tatsächlich auch leid, weil es klang irgendwie schon niedlich und auch so der Grundtenor, der jetzt in London dann noch weiter herrscht, aber vielleicht irgendwie die nächste Reihe mal von der Autorin. Die beiden nächsten Hörbücher sind dann die Harry Potter Hörbücher und zwar Band 1 und der Stein der Weisen und Band 2, die Kammer des Schreckens. Beide Bücher geschrieben von J.K. Rowling. Als ich so merkte, irgendwie ist schon irgendwie Lust da zu lesen, zu hören, und aber so richtig konnte ich mich dann für nichts auf meinem Sub entscheiden, und das ist immer so ein Zeichen, jetzt liest du Harry Potter. Eigentlich wollte ich in 2022 nicht mehr mit dem Read anfangen, weil ich ja erst in 21, glaube ich, die Bücher alle gehört hatte, aber ich musste dann einfach eintauchen und habe es sehr, sehr genossen. Ich glaube, zu Harry Potter muss man gar nicht mehr viel sagen. Für mich ist das immer ein Nachhausekommen, ein Wohlfühlbuch, immer ein Genießen, viel Fantasie, sehr bildreich, und ich mag einfach die Charaktere, ich mag die Geschichte, ich mag die kleine Geschichte Proband, ich mag die große Geschichte, die erzählt wird, und ich liebe das einfach, und ich finde es auch ganz, ganz toll vertont von Rufus Beck. Der einzige Charakter, der ihm, finde ich persönlich, nicht so gelungen ist, ist Dobby. Das finde ich wirklich mega nervig, und gerade im zweiten Teil, oh, da bin ich regelmäßig an einem halben Herzinfarkt irgendwie zugrunde gegangen, weil die Sprachlage ist schon sehr, sehr, sehr schwierig, muss man wirklich sagen. Für mich beides Highlights. Es wird jetzt auch im neuen Jahr auf jeden Fall mit den Bänden weitergehen. Ich habe zu Weihnachten ja auch die 5. Schmuckausgabe, illustrierte Ausgabe bekommen. Das heißt, ich werde bei der 5., beim 5. Band dann auch hören und nebenbei lesen und mir die Bilder anschauen. So habe ich es bei den anderen Bänden auch gemacht, und ja, ich fand das immer richtig schön. Ich mag die Art der Schmuckausgaben, wie die illustriert sind, sehr, sehr, sehr gerne, und freue mich da dann auch schon auf die Hör- und Lesezeit. Und das letzte Buch wurde dann auch an Silvester beendet, und jetzt bin ich da vielleicht gar nicht so monkig eigentlich. Ich hätte auch kein Problem gehabt, das am 1. zu beenden, aber ich hatte nicht mehr viele Seiten und dachte, jetzt liest du gar Winterzauber in Manhattan von Mandy Beckett. Ja, einfach auch vor dem Hintergrund, dass Weihnachten ja dann irgendwie schon vorbei war, und ich dachte, ja, vielleicht gibt es das ein oder andere Weihnachts-Winterbuch noch im Januar, Februar. Weihnachten vielleicht eher nicht mehr, aber winterliches, wenn ich dann aus dem Urlaub zurück bin, denn dort möchte ich kein Winterbuch mitnehmen. Aber ja, mal sehen, was da noch ein bisschen anfällt. Ja, es fehlen mir halt doch zweieinhalb Wochen gut im Dezember, wo ich Winter- und Weihnachtsbücher lesen wollte, aber das ist nicht so schlimm. Ja, das ist mein erstes Buch der Autorin. Das hatte eine liebe Freundin von mir auf dem Sub, und dann habe ich mir das auch gebraucht, bestellt, war super happy, dass ich es dann auch bekommen habe. Wir haben dann auch noch die erste Woche gemeinsam gelesen, und dann hat bei mir die Krankheit zugeschlagen und ich konnte leider nicht mehr mit ihr in den Austausch gehen. Wir haben uns dann aber auch noch ein bisschen über das Ende ausgetauscht, und ja, manchmal passiert das, und ich glaube, da darf man sich auch nicht so grämen. Ja, Mandy Beckett hat, glaube ich, einige dieser Bücher geschrieben. Ich glaube, da ist man auch in Paris und an der Seine, und ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, da gibt es einige Bücher, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und wir treffen hier auf die Engländerin Hayley, die zusammen mit ihrer Tochter so ein bisschen aus England flieht, auch so ein bisschen von dem nicht so guten Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie flieht im Grunde nach New York City zu ihrem Bruder, nach Manhattan. Der ist dort sehr erfolgreich, und ja, sie ist ein bisschen auf der Suche nach dem Vater ihrer Tochter. Das war wohl irgendwie ein One-Night-Stand, aber sie kann ihn auch nach über 10 Jahren nicht vergessen und möchte eben auch ihrer Tochter so ein bisschen den Vater ja näher bringen oder ja überhaupt ihn im Grunde finden. Gleichzeitig haben wir die Geschichte von Oliver, genau, ich glaube Oliver, wenn ich mich recht erinnere. Hier haben wir den klassischen, nicht sehr sympathischen Milliardär oder Millionär, der irgendwie sehr Workaholic-mäßig ist, der auch glaubt, weil sein Vater und Bruder recht früh gestorben sind, dass auch er auch nicht mehr lange zu leben hat, und der natürlich das Leben und die Frauen so ein bisschen ausnutzt und auskostet, aber im Grunde eigentlich auch nur so für die Arbeit lebt und da
ja auch nicht unbedingt ein ganz netter Charakter ist. Und die beiden treffen sich so ein bisschen über einen Zufall und auch weil der Bruder von Hayley in der Firma von Oliver arbeitet und dann gibt es da so ein bisschen eine Verbindung und wir haben beide Perspektiven und ich muss sagen, ich fand beide nicht sehr sympathisch. Also ich wurde nicht mit Hayley warm, am ehesten noch mit ihrem Bruder oder auch mit der Tochter, die ich super sympathisch fand und lustig fand und die auch so ein bisschen sich ja mit allerlei Wissen vollgepackt hat zu New York City, was sie uns dann natürlich auch erzählt hat. Das fand ich total lustig, weil ich ähnlich als Kind unterwegs war und alles irgendwie, welchen Orten mir herausgesucht habe, Stadtführer hatte und ja, wie da natürlich auch das Internet kam, wirklich so viel wie möglich irgendwie gegoogelt habe. Ich bin da nicht mehr so unterwegs, aber so, ich sag mal so bis 15, 16 war ich da durchaus auch sehr, sehr neugierig und wollte so viel wissen. Man hat das am Ende alles wieder vergessen, aber ja, so war das. Deswegen konnte ich mich in der Tochter ganz gut wiedererkennen. Mit Hayley hatte ich aber so meine Probleme, weil ich das Gefühl hatte, sie ist sich selbst nicht sehr ehrlich gewesen und hat auch viele Dinge uns daher irgendwie anders erzählt, als sie waren. Ich weiß auch nicht. Ich fand sie sehr schwierig. Ich konnte vieles nicht nachvollziehen. Also warum sie sich zum Beispiel von ihrem Bruder nicht einfach erstmal helfen lässt, obwohl sie ja eigentlich ein gutes Verhältnis haben. Warum sie da auch nicht irgendwie so ein bisschen rein Wein in manchen Dingen eingeschenkt hat. Und es war auch so ein bisschen fehlende Kommunikation. Und Oliver war ähnlich unsympathisch, weil er natürlich nur für die Arbeit irgendwie lebt und so ein Lebemann ist und man vieles gar nicht nachvollziehen konnte. Also nichts dagegen, dass jemand so ein Leben führt. Aber ich möchte es verstehen, was in der Person vorgeht und nicht hinter so merkwürdigen Begründungen, ach, ich kann das so schlecht in Worte fassen, weil es gibt natürlich Menschen, die das toll finden, die dafür leben und dann ist das auch absolut fein. Dann kann ich das verstehen, vielleicht nicht nachvollziehen, aber verstehen. Und hier kann ich es weder nachvollziehen noch verstehen, weil das Mandy Beckett für mich nicht so richtig gut herausgearbeitet hat. Also beide Charaktere eher schwierig und auch der Wechsel in den Perspektiven. Ach, war immer nicht so ganz gelungen. Ich fand, dass das doch alles sehr gleichtönig klang. Ja, zudem ist das wirklich ein dickes Buch, ich glaube mit 560 Seiten. Und ich muss sagen, es waren gefühlt wirklich 150 zu viel. Also ich weiß nicht, was in so einer Geschichte, die sich ja doch so ein bisschen um Weihnachtsstimmung, Winterstimmung, was man da fast 600 Seiten erzählt. Und das hat man hier drin auch gemerkt. Es war, also von Spannungsbogen kann man nicht sprechen. Es war eher ein Spannungs... ja, es war kein Bogen, es war so eine... Ja, also es war ein Spannungsfaden, also es war eher schwierig, es passierte nicht sehr viel, es war viel so drumherum Gerede, was aber auch irgendwie nicht weitergeführt hat in den Charakteren oder ähnlich, fand ich ein bisschen schwierig. Was Mandy Beckett für mich aber sehr gut konnte, war Manhattan zu beschreiben. Also man hat die Stadt wirklich durch die Augen der Charaktere gesehen, man hat Dinge erfahren, man ist mit ihnen umhergelaufen, es wurde wunderbar beschrieben, die Orte, die Menschen, Gerüche, wenn es was zu essen gab, war das richtig toll. Also das hat die Autorin für mich richtig, richtig gut gemacht. Es kam Winter- und Weihnachtsstimmung auf. Man hatte wirklich das Gefühl, man geht mit den Charakteren durch New York City und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht so am Ball geblieben. Was ich auch sehr mochte, waren eben so ein bisschen eher die Nebencharaktere. Sowohl auf Hayleys als auch auf Olivers Seite gab es so Nebencharaktere, die ich ganz sympathisch fand, die ich auch humorvoll in gewisser Weise fand, die einen auch mal zum Schmunzeln gebracht haben und eben besonders auch die Tochter, die mir wirklich großen Spaß gemacht hat, ihren Gedanken und Gefühlen so ein bisschen zu lauschen und das fand ich richtig toll. Also ich würde sagen, ist so ein Mittelding. Ich habe ihn jetzt so gefühlt, also ich glaube, in der Liste 3 Sterne gegeben, weil eben noch einige Dinge ganz schön waren, andere Dinge doch so ein bisschen langgezogen waren, Charaktere waren nicht so richtig sympathisch. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich zu einem weiteren Weihnachtsbuch von Mandy Beckett greifen würde. So begeistert hat es mich jetzt nicht. Ich habe zudem auch noch, glaube ich, 2 von Sarah Morgan jetzt erstmal auf dem Sub. Dementsprechend möchte ich jetzt in diesem Jahr eigentlich keine Weihnachtsbücher mir so direkt zulegen, außer mir läuft irgendwas Spannendes über den Weg. Aber ja, ich habe es mit Mandy Beckett probiert, es hat mich leider nicht komplett begeistert und dementsprechend, ja, mal gucken, ob ich da nochmal irgendwie einem Buch von ihr eine Chance gebe. Und das waren sie jetzt auch schon, die Bücher aus dem Dezember. Serien- und filmtechnisch war gar nicht viel dabei, ich musste leider meine Kinokarten für Avatar 2 weitergeben. Ich
konnte ihn bisher auch noch nicht anschauen. Mal sehen, ob mir das irgendwie im Januar noch gelingt, weil ich schon finde, auch wenn die Kritiken nicht ganz so gut sind, dass ich gern dieses 3D-Erlebnis hätte. Mal sehen, ob das irgendwie klappt. Ansonsten gucke ich ihn mir halt irgendwann später an. Aber ja, ich hätte den tatsächlich schon gerne im Kino gesehen. Serientechnisch bin ich ein bisschen bei den Gilmore Girls hängen geblieben. Ich mag die ja sehr gerne bis zur 5. Staffel. Ich glaube, wenn es da so einen Streit gibt zwischen ganz wichtigen Charakteren, dann bin ich so ein bisschen raus und auch wenn dann so viele merkwürdige Dinge passieren. Aber so die ersten 4 Staffeln mag ich super gerne und das habe ich auch, wie ich krank war, dann so ein bisschen angeschaut und bin auch gut vorangekommen. Und da kann man natürlich auch einfach mal so ein bisschen eindämmen, ohne dass man irgendwie was verpasst und guckt dann eben einfach die Folge von vorn. Und aber das habe ich so ein bisschen angeschaut. Und viel mehr ist im Dezember nicht passiert. Es war ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest, da war ich auch noch nicht ganz fit. Es war auch ein ruhiges und angenehmes Silvester, was auch die Tiere einigermaßen gut überstanden haben. Also meine Katzen sind schon sehr verängstigt und lagen auch alle 3 unterm Bett. Denen gefällt das gar nicht. Weasley hat sich ganz gut gehalten, zumindest bis dann wirklich die Hauptknallerei um 0 Uhr losging. Da war er dann schon sehr unruhig und das war dann auch für mich der Grund, weswegen ich mir nichts irgendwie draußen angesehen habe und wirklich einfach mit ihm auf der Couch saß und laut Musik gehört habe und das ging dann auch ganz gut. Die nachträgliche Knallerei, die dann halt noch am ersten so war, das ist schon was, wo dann alle Tiere einfach nochmal zucken, wo ich mich wirklich frage, muss das denn wirklich sein? Aber gut, ich bin kein Freund von Böllerei. Ich habe nichts gegen ein schönes Feuerwerk, wenn das irgendwie zentral an einem Ort ist und dass sich alle angucken können. Aber dieses sinnlose Dahingeballere, also da habe ich kein Verständnis. Vor allem, wenn man dann wirklich einfach an die Wildtiere denkt und auch an die Umwelt. Und aber gut, ich weiß, dass manche auch anders sehen. Und da scheitern sich dann wohl auch ein bisschen die Geister. Ja, ich starte jetzt in die Winterpause. Ist ja eher unüblich, aber ich glaube, dass ich das nach der Krankheit und allem jetzt auch einfach mal ein bisschen anbietet, dass ich es einfach nicht schaffe, irgendwas vorzudrehen und einfach jetzt die Auszeit genieße, den Urlaub genieße und wir uns dann einfach ganz frisch und erholt im Februar wiedersehen. Ich bin sehr gespannt, was so eure letzten Bücher im Dezember waren. Schreibt das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und mit welchem Buch ihr vielleicht auch ins neue Jahr gestartet seid, lasst uns das gerne in den Kommentaren ein bisschen besprechen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.